Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne, und herzlich willkommen bei meinem herzlich willkommen bei meinem neuen Projekt Mega Man 2. Ihr seht es hier schon. Ja, Mega Man 2 ist super awesome. Ich habe hier die Collection mit den ersten 6 Mega Man Teilen, spiele es auf der PS4, und Capcom, diese schwachsinnigen Vollidioten, haben es nicht hingekriegt, eine Soundoption hier ins Spiel zu bringen, das einem ermöglicht, die Musik leiser zu stellen, was dazu führt, dass ich permanent anschreien muss gegen das Spiel, was auch dazu führt, dass ich, wenn ich mehr erklären muss als 2 Sätze, dass ich ganz gerne mal hier in die Optionssteuerung gehe, weil mir da nicht die unfassbar laute Musik entgegenpeitscht. Kurz zu meiner Vita und Mega Mans. Mega Man gibt es ja mittlerweile schon seit, keine Ahnung, fast 30 Jahren, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Große Serie, super viele Teile. Und meine Mega Man-Historie ist ebenfalls sehr, sehr alt und sehr lang. Ich habe mein erstes Mega Man vor 2 Wochen gespielt, das war Mega Man 1. Ich habe es 2 Minuten gespielt, war fucking wütend, habe es direkt deinstalliert. Jetzt habe ich Mega Man 2 angefangen, weil ich offensichtlich geistesgestört bin, und werde euch jetzt meine Erfolge hier in diesem Spiel zeigen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Falls nicht, fahrt doch zur Hölle! Ich werde sehr oft sterben und ihr werdet sehr viel lachen. Davon gehe ich aus. Viel Spaß! Mega Man! So, ich werde ums Verrecken nicht auf Difficult spielen, da normal schon so räudig schwer ist, dass mir die Zähne ausfallen. Wer Mega Man nicht kennt, ihr dürft am Anfang eine Stage auswählen, oder ihr dürft generell Stages auswählen. Und je nachdem, was ihr dann macht und welchen Boss ihr am Ende tötet, dessen Waffe bekommt ihr. Und ich fange mit Quickman an. Aus keinem speziellen Grund, abgesehen davon, dass die Stage scheiße, räudig, dreckig, pissig ist und eine geile Mucke hat. So, hier ist ein Leben, da komme ich nicht hin, weil ich ein Faggot bin. Ein Faggot! Aua, geh weg. So, okay. In der Stage, ich kann es ja mal so erklären, in der Stage gibt es Laserstrahlen, wenn die einen treffen, ihr seht die gleich, dann sterbe ich sofort. Das heißt, ich sollte nicht getroffen werden. Ja, deswegen macht die auch zuerst, weil sehr viel Wut hier direkt am Anfang aus meinem Körper dringt. Very good! So, soweit hat schon funktioniert, prima. Sehr schön. Fox. Die! You fool! You cowards! You fools! So, lass mich weiter. Lass mich weiter. Ich will einbringen in diese Welt. Und in viele andere Dinge will ich auch einbringen. So, jetzt passiert dreckiger Scheiß. Ich hoffe, ich krieg das hin. Das war sehr räudig knapp. Das war nicht ganz so knapp. Das war fucking knapp! Na, das ging. Yeah, volles Leben. Oh, fuck, war das knapp. Gott, ist das riemig. Lass mich in Ruhe. Wir trinken einen Laser. Nein, das... Oh Gott, ich dachte, ich hab's. Okay, jetzt speichere ich. Leck mich am Arsch. Diesen Drecks-Piss-Level mach ich nicht normal. So, okay, alles gut. Halt die Fräse! Stirb! Yeah! Fotz. Geh kaputt, du Sau! Okay. So, ich brauche eigentlich volles Leben für den Boss. Oh Gott, kann ich den schaffen mit so wenig? Naja, gut, ich habe Continues. Ah, kann ich hinkriegen. Okay, erster Boss, Quickman. Kurz zu Quickmans Vita. Quickman war konzipiert als der Widersacher von Mega Man. Das haben die dann aber verworfen. Und dann gab es in Mega Man 3 den wirklichen Widersacher von Mega Man, und zwar Proto Man. Das ist dieser rote, heiße Typ, der sehr viel besser aussieht als Mega Man. Den kennt ihr bestimmt aus dem Mega Man Anime mit dem geilen Intro, was ungefähr so ging. Mega Man, geile Noten. Mega Man, heiße Kutten. Und dann ging es weiter. Und ja, Quick Man.
keine Chance, ich habe zu wenig Leben. Aber continue. Ja, ich hätte ihn halb runter. Bam, 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 ich speichere nochmal, weil sehr viel Faggotry in mir ist. Lass mich durch, du Coward. Die Strategie ist hier übrigens in der Mitte bleiben, damit er hin und her springt. Diese Sau. Ah, schade. Wir laden neu. Wir haben noch ein Continue, aber ist auch scheißegal eigentlich. Es geht nur darum, den dreckigen Bastard hier umzulegen. Yes! Schutzen! Huhu, das war gut, prima, da ist er weg. Jetzt haben wir seine Waffe, seine Boomerangs und die sind sehr, sehr mächtig. Oh, ich habe ungefähr eine Stunde Zeit, das heißt, ich werde das wohl in zwei Teile splitten müssen. Bananensplitten. Get equipped, bitch! With quick boomerang. Biatch. So, sehr schön. Jetzt können wir die nächste Stage auswählen und wir nehmen Double Man Stage, weil die super, super, super gut ist. Beste Musik im Spiel, meiner Ansicht nach. Und meiner Ansicht nach ist die einzige, die wichtig ist, da niemand ist, um mir zu widersprechen. Niemand ist hier, der mir widersprechen kann. Deutsch ist nicht einfach. Fuck, das war knapp. So eine gute Mucke, ey. Oh, das ist so schön. Ich will in die Musik eindringen. Weg. Ammonitenroboter. Fotzen. Danke, nehme ich. Raus. Yeah, Leben. So, jetzt fängt die Räude an, diese Seeigel, die ihr da seht, die, diese schwarzen, stacheligen Pissdinger. Wenn ich die berühre, einmal ganz kurz, dann Game Over. Nur du. Oh nein, Robo-Shrimps, meine einzige Schwäche. Gott sei Dank. Oh, Leben, geil. Yes. Fucking Anglerfisch hier. Weg. Moloch. Möhle. Arigato gozaimashita. Nice. Prima. Das lief sehr gut. Fuck, ich bin da fast noch gegengekommen. Alter, geht mir jetzt der... Geht mir der Ast. Geh weg. Dreckswesen. Aus der Hölle! Aus der Hölle. Okay. Ich hasse so Stellen, wo man direkt stirbt, wenn man die berührt. Das ist der räudigste Piss, den man sich einfallen lassen kann. Was soll der Schwachsinn? Inafune ist ein bösartiger, bösartiger Mensch. Japaner. Was auch immer. Ich weiß, dass du hier bist. Los, komm raus. Diese Sau. Beim letzten Mal. Ja, genau das ist passiert. Nur, dass ich runtergefallen bin beim letzten Mal. Dieses Schweinedrecksding. Dumme Krabbenmänner.
Okay, jetzt habe ich die Waffe von Quickman. Ich kämpfe gegen Blubberman. Ich glaube, Blubberman ist irgendwie absolut immun gegen die Waffe. Ich bin nicht sicher. Ich probiere sie mal aus. Fischernetzman. Los, Blubberman. Lass dich zerstören. Nee, er ist nicht immun. Alles gut. Ehrlich gesagt ist die Waffe, glaube ich, ganz geil gegen ihn. Oh yeah, Mega Man, das beste Spiel der Welt. Ich bin so rollig. So, jeder Mega Man Boss hat eine Waffe, die sehr effektiv ist gegen ihn. It is super effective. Gegen Blubberman ist, glaube ich, ich habe keine Ahnung, was gegen Blubberman gut ist. Ich weiß aber, dass der Boomerang hier gegen Sägeblattman, gegen Metal Man gut ist. Ja, man kann aber auch mit Standardwaffen versuchen, die zu knüppeln. Oder eben mit anderen Bosswaffen. Und das haben wir jetzt gemacht. Weil wir super heiße Boys sind. Mit super heißen, riesigen Penissen. Woodman ist jetzt dran. Woodman ist schwach gegen die Waffe von Zippo Feuerzeugman. Aber Zippo Feuerzeugman können wir noch nicht machen, weil seine Stage so räudig scheiße ist. Dass ich die erst angehen kann, wenn ich eine spezielle Waffe habe. Beziehungsweise, ja, nee, doch, Waffe kann man, glaube ich, sagen. Fledertiere und ein Hase. Beste Gegner ever. Geh weg. Ich ignoriere euch alle, weil ihr super dumm seid. Bye. Mega Man, fantastisch. It's the best game ever. Das tatsächlich macht es überraschend viel Spaß, abgesehen von meiner ganzen Wut, die ich in meinem männlichen Männerkörper trage, macht Mega Man irgendwie Laune. Außerdem hat es riesige, feuerspeiende Metallwolfsroboter. Was natürlich irgendwie schon immer cool ist. Hat man ja nicht so oft. Wow. So, ich müsste mich heilen. Ich brauche ein bisschen Lebensenergie. Aber naja. Kriegen wir bestimmt hin irgendwann. Arbeit. Danke, nehmen. Wir gehen mal runter, gehen wieder hoch und dann müssten wir wieder Gegner spawnen. Ja. Brauche ich nicht. So, wir probieren es jetzt noch einmal. Wenn es dann nicht geht, fickt euch. Okay, fickt euch. Okay, hier ist ehrlich gesagt auch ganz geil. Die sind so geil wie ihr heißen Boys, ihr heißen Sahneschnecken. Und die heißen Grills. Ihr seid so heiße Grills! Ja, es gibt ja tatsächlich sogar ein paar Nicht-Penisvertreter, die mir zugucken. Aus welchen Gründen auch immer. Aber das finde ich schon eigentlich ganz nice, ne? Ganz awesome. So, Ape Man, komm her. Zerficke dich. So, hier kriegt Leben. Nice. Ja, die werfen so Eier ab und die Eier spawnen so winzige Drecksvogelgegner, die super scheiße nervig sind, aber mir auch sehr viel Loot geben, wie ihr sehen könnt. Super viel Loot. Ich bin voll geheilt. Leckt mich am Arsch. Egal. Das hier mich alles nicht. So, Ape-Man, komm her. Nein, nicht runterfallen. Mega-Man, das ist böse. Böse! Es ist Böses im Busch. Böses! So, wir gehen die Dark Souls Gedächtnisleiter hier runter. Die Snake Eater. Leider. Hahaha, Hasenmann. Ja, der Hase schießt mit Raketenmöhren. Womit soll der auch sonst schießen? Das ist ja alles bekannt. Raketenmöhren sind ja ein eingetragener, markenrechtlich eingetragene Waffe für Monster. Lila Hasen gewesen, nehme ich an. Ach, ich höre auf zu reden. Das Thema ist auch dumm. So, Metallbäume. Die besten Bäume. Ach Gott, jetzt kommt die Pisspassage mit diesen Drecks-Strauß-Viechern. Okay. Das war dumm. Das war klug. So, ich habe jetzt echt nicht so viel Leben, ne? Ich brauche ein bisschen mehr Leben.
Das mache ich jetzt. Ich habe noch Continuous, glaube ich. Ich kämpfe gegen Woodman. Woodman ist eine Gnade. Hey, geht. Nehme ich. Oh ja, nehme ich. Ist mir egal. Ich habe jetzt mehr Leben als vorher. Kleines Leben ist mir... ist mir nicht wichtig. Ich nehme es heute mit. Ich krieg's noch hin, hier zu verrecken. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Yes, gib mir. Gib mir! Aber das brauche ich auch. Ich brauche ein bisschen mehr Energy. So, hier springen die ungefähr, ne? Ne, ist nicht richtig. Hier? Okay, die haben andere... Ich glaube, die haben andere Punkte, wo sie auftreffen können. Wenn ich das hier gerade richtig gesehen habe. Alles klar, das heißt, ich habe jetzt ein Leben verschwendet, was natürlich... Boah, wo bin ich denn hier gelandet? Echt, so weit bin ich weg. Ich habe auch nicht gespeichert, oder? Ich bin nicht sicher, wenn ich jetzt einen Spielstand lade, wo ich dann lande. Ich habe, glaube ich, lange nicht gespeichert. Ist egal, muss ich damit auskommen. Gut. Das ist nicht schlimm, hier kann man einfach so ein bisschen durchballern. Kommt oftmals mit mehr Leben raus, als man reingegangen ist. Ich speichere hier gleich nochmal vor den Fick-Dingern da. Maul. Oh, ich habe echt Hunger, ne? Oh Gott, habe ich Hunger. Seitdem ich diese Raketenkarotten hier und die Hasen gesehen habe, habe ich super, super Knast. Ich speichere einfach mal hier. Wir machen es hier, glaube ich. Ach Gott, ich bin auch ein richtiger Experte, wa? Ein richtiger Experte. Warte mal, wir müssen vielleicht eine andere Waffe nehmen. Dumm rumgespringen ist echt nervig, ne? Muss ich echt sagen. Echt mal jetzt, echt wirklich. So. Ey, komm mal klar mit deinem Life, Baby. Aber ich brauche hier ein bisschen mehr Leben. Das wird halt nichts. Danke. Ja, die haben, die springen nicht immer am selben Punkt hier, wie mir scheint. Nehme ich. Nehme ich. Ja, ich brauche Leben. Ja, ich kann da auf jeden Fall nicht stehen bleiben an den Punkten. Ich habe leider auch keinen Energiecontainer oder irgend so ein Shit.
Uhr. Man hat so kurze Phasen der Invincibility, also man sieht, man kommt durch, aber ich bin mir sicher, ich habe zu wenig Leben, als dass ich Woodman machen könnte. Wir speichern hier einfach mal, probieren Woodman und wenn es dann klappt, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann... Oh, beschissen. Dann farm ich halt irgendwie. Aber ich habe zu wenig. Ja, mal gucken. Woodman ist eine Transe. Fuck! Na, das war nicht gut. Nochmal neu laden. Ich glaube, ich kann ihn schaffen. War ich jetzt eben Game Over oder hätte ich noch einen Credit gehabt? Bin mir gerade sicher. Lass mir bitte meine Weapon wechseln, meine Weapon. Ja, ich schaff ihn. Alles klar. Hätte gar nicht farmen müssen. Du Schwanz, du! Mhm. Much appreciated. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben jetzt noch... 20? 30 Minuten haben wir noch. Wir probieren mal die... Ich mach mal Metal Man als nächstes. Ich habe so eine Ahnung, dass wir die schaffen können, ohne dass wir suizidgefährdet. Okay, das war die Direct Stage. Okay, alles klar. Gut, das wird ein Spaß für uns alle. Vor allem für mich. So, Fließbänder, die beeinträchtigen mich. Das ist ein Energiecontainer, mit dem kann ich mich heilen, was super gut ist. Keine Ahnung, ob der hier auch Energiecontainer heißt. Ehrlich gesagt auch scheißegal. Ich glaube so heißen die. Fuck. Ich glaube so heißen die Dinger in Legend of Zelda. Ich habe ja nie in Legend of Zelda gespielt, obwohl ich eigentlich Bock drauf habe. Ey, ihr seid Fotzen! Ne? Leute? Fotzen. Oh ja, hier kann ich farmen, ist gut. Ja, nice, gibt ein Leben. Leben, gib meine Seele. Ich brauche keine Seele, ich brauche Lebenspunkte. Schwule. Ja, nice. Nehme ich. Reicht mir das? Ah, hier sind wir mehr. Haben wir ein bisschen, ne? Leute? Ja, das reicht auch. Jetzt weniger als vorher? Kann sein. So, völlig egal. Jump, jump, jump! Ich bin Jumpman! Da oben ist ein Leben. Ich hätte da, glaube ich, hingekonnt mit irgendwas. Ich habe keine Ahnung womit. Aber es wäre bestimmt gegangen. So, wir gehen weiter. Ach Gott, jetzt kommt die Passage. Yes! Prima! Leben und Waffenenergie. Das ist sehr geil. Sehr schön. Ich freue mich. Prima. Nochmal. So, das Bierfass, Robo-Mensch. Das sieht aus wie gestapelte Bierfässe aus Metall. Mit Augen. Das ist der beste Gegner eigentlich im Spiel, wenn ich... Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das der beste. So, wir haben jetzt das hier gemacht. Dann speichern wir, weil hier kann ich gerne mal sterben. Genau wegen dir. Verpiss dich. So, und wenn ich jetzt die Waffe schon habe, dann kriege ich jetzt gleich noch einen Container. Ich habe die leider nicht. Fuck. Okay, dann kann ich die nicht kriegen. Schade. Kann ich nichts machen.
Man kriegt nämlich so eine Art Hoverboard-Hund. Hoverhund. Und mit dem hätte ich das jetzt kriegen können, das Ding. Da war nämlich noch so ein Lebenspunkt-Container. Aber drauf geschitten, ist nicht ganz so schlimm. So, unser Gegner hier ist Sägeblattman. Und ja, was ist gut gegen Sägeblätter? Wogegen sind die schwach? Der natürliche Erzfeind von Sägeblättern ist natürlich Holz. Und er hat keine Chance. Ich merke gleich, wie fucking schnell er sterben wird. Wie ihr seht, es bringt überhaupt nichts. Weil sinnvoll. Was war gegen den gut? Ach nee, Quatsch. Gegen den waren Boomerangs gut. Ah, oh, Heiler. Heiler blamiert sich schon wieder vor der ganzen Welt. Ach, oh, Heiler. Ja, ich habe ihn noch getötet. Weil ich so scheiße geil bin. Ja, mit einem Lebenspunkt übrig. Und deswegen ist Mega Man das beste Spiel. Ach, schön. So, wir haben jetzt noch ungefähr, weiß nicht, 25 Minuten. Du? Ich habe mein Headset gerade durch die Gegend gefeuert. Das war awesome. So, als nächstes, jetzt haben wir Sägeblattman. Oh, wir machen mal Air Conditioner Man als nächstes. Deine Stage ist scheiße nervig. Richtig, richtig heulig. Gott, ist die Stage scheiße. Die Mucke ist hier ganz ordentlich, aber das ist auch alles. Du alte Fox. Kühe? So, wenn ihr übrigens ein Item aufsammelt, dann könnt ihr nicht unmittelbar springen. Das heißt, wenn ihr hier an der Kante ein Item habt und springen wollt und auf den Knopf drückt, dann springt ihr nicht. Ihr stoppt, fallt in den Tod und seid sehr, sehr gut. Also falls was passiert, wisst ihr jetzt auch genau warum. Ja, doch, die Mucke ist schon ein bisschen geil, ey. Ja, das ist schon gut. Kann man machen. Fuck. Ich habe ein bisschen gewartet, weil ich wegen des Items, aber ich war voll, deswegen war das nicht störend. Nur wenn die Items auch benutzt werden, dann kommt ihr in diese Bredouille, von der ich gerade sprach. Yes! Fuck! Das war super dumm. So, Schafsköpfe und Kuhköpfe. Wir haben alles hier. Ich hätte eigentlich in einem Satz durch können, aber naja, ehrlich gesagt, ich sterbe halt, wenn ich runterfalle. Wie ihr gerade sehen könnt. Und ja, deswegen ist es vielleicht ratsamer, wenn man hier ein bisschen vorsichtig ist. Die Gegner sind alle wirklich dafür konzipiert, dass sie einen scheiße wütend machen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt hier sind. Fotzen. Fotzen sind halt. Das ist alles. Alles, was es sind. Fotzen. Hier weg. So, hier ist Zeus auf seiner Genki-Dama mit einem Propeller dran. Die ist ein bisschen modifiziert. Ein bisschen getuned. Knapp. Ich habe auch keinen Credit mehr jetzt. Das heißt, wenn ich draufgehe, dann, naja, schlecht. Nein! Fuck! Ach Gott, ich habe ihn. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Dann bin ich hingesprungen. Ah, habe ich. Ich habe gespeichert eben, kann das sein? Der Heiler ist traurig. So scheiße, ey. So. Ich komme jetzt hier auch gar nicht weg, oder? Ich bin doch jetzt total im Arsch. Ach Gott, ihr könnt mich alle am Arsch lenken. Oh, ich hasse das Spiel. Ach nee. Ach Gott. So viel Hass. Okay, dann machen wir die Stage nochmal, weil die super geil. Nee, jetzt ist auch nichts passend. So viel Leid und Trauer. Ah, Gott. Los!
rushen jetzt hier durch. Geh weg! So viel Hass, so viel Dummheit, so viele Emotionen. Ist nicht ganz so schlimm, wir haben ihn ja fast tot. Ich muss aufhören zu laden. Einfach irgendwelche Spielstände. Ah, Boomerang. Boomerang! Du bist fucking tot. Geh weg. Geh weg! So, okay, das hat jetzt zum Glück nicht ganz so lange gedauert. Wie mein ursprüngliches, leidiges Gejaule vielleicht suggeriert hat, wer weiß. So, okay. Ja, es ist traurig. Ich war auch schon relativ weit. Ich war schon bei der Hälfte dieser Dreckstage eben. So, dann machen wir nochmal. Wir haben einen Credit jetzt, glaube ich. Oh. Ist mir echt ziemlich egal. Oh Gott! Gott, war das knapp. Ist mir auch völlig egal. Ich kann hier einfach rüber. Rüber. So, jetzt sind wir überall. Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Ich bin sehr verwirrt und habe schon wieder vergessen, wie man spricht. So, du Farts, du bist tot. Weiter. Yeah, ich bin so weit wie noch nie zuvor. Nein, bin ich richtig? Oh, war das knapp. Leck mich. Leck mich an den Stellen, wo es wirklich... was? Wo es wirklich geht. Ach Gott, das ist ein schlechter Werbeslogan. Ja. So, weiter. Hier sind wieder diese dummen Eierdinger drauf geschissen. Ich krieg so viele Punkte von denen. Mir voll egal, konnte ich jetzt gerade sehen. Leck mich an den Stellen, wo es wirklich schmeckt. Das ist vielleicht ein bisschen schmissiger, oder? Ein bisschen schmissiger. So, da ist wieder Schafsmann. Ich muss da. Danke. Ich muss da so ein bisschen nach rechts, weil sonst sehe ich den Schafskopf nicht. Gott verfickt! Ja, sehr schön. Und alles hasst mich in diesem wunderschönen Spiel. Na? Das will ich auch meinen. So, diesmal machen wir es ein bisschen weniger knapp. Meine Seiten jucken, meine männlichen Männerseiten. So, lass mich kurz. Oh Gott, lass mich kurz gucken. Wo sind wir zeitlich? 20 Minuten. Maul. Ja, man kann die Eier nicht zerstören, man kann die Vögel töten. Aber nicht mit dem Schuss, den ich habe hier so richtig gut zumindest. Deswegen. Ja, ihr seht auch, die sind so ein bisschen, die fliegen nicht nur nach links, sondern auch in die Richtung, die nicht links ist. Ich hab den Namen vergessen, dieser Richtung. So, ich speichere hier diesmal. Dieses Leid erspare ich mir. Und euch auch. So, da ist er. Gott, jetzt war das mit dem Item aufsammeln. Ich konnte nicht springen, obwohl ich gesprungen bin. Wegen dieses Drecks-Piss-Items. Ah, jetzt war ich ein bisschen zu feige. Ich hätte einfach durchziehen sollen. So hätte ich es machen sollen. Immer. So, jetzt kommt, glaube ich, Air Conditioner Man. Den treffe ich nicht mit dem Bumerang so wirklich. Maul.
kommt ja schnell mal an. Mit euch. Sehr gut. Ein Leben. Ja. Ich glaube, ich kann das nur mit dem Boomerang nicht zerstören, wenn ich das hier richtig sehe, weil es funktioniert mit dem normalen Schuss. Wir gehen mal rein, so. So, ich glaube, der ist schwach gegen diese Blätter. Gegen Rasierblatt. Ich speichere nochmal. War das hier? Ich glaube, das war der. Das war Tornadoman. Ja. Geh weg. Spring zu mir. Warte mal. Doch, das war der. Alles klar. Da ist der Dude. So, 17 Minuten. Get a queer bitch. So, jetzt kriegen wir psychedelische Massagen from Dr. Light. Die Ravens ready. So, unsere Ravens sind ready. Jetzt können wir weiter. Oh, shit. Jetzt haben wir, glaube ich, dieses Hoverboard, was ich haben wollte. So, das heißt, als nächstes. Ich mach mal Crashman zuerst, glaube ich. Ja. War das die Stage mit den Fließbändern? Ne, die haben wir schon. Das war die mit den Rohren. Ja, diese Rohrenkacke hier. Gut, die Stage mag ich besonders wenig. Nimm mal Quickman. Ne, wir müssen nur Rockman nehmen, glaube ich. Ja, genau, das ist überall. Danke. Prima. Ja, siehst du, läuft doch. Wunderbar. So, da war wieder diese kleine Sprungangelegenheit, mit der wir schon große Probleme hatten. Immer ein Item sammeln, in den Tod fallen und wütend werden. So läuft das hier in dem Game. In diesem Value Game! Kann ich gar nicht treffen? Doch. Ja, hier ist, glaube ich, der Boomerang besser. Ja, ja, auf jeden Fall. Der geht ordentlich ab. Ja, die Mucke hier ist auch voll fresh, finde ich. Also richtig, richtig Knorkel. Ist nicht so geil wie bei Blubberblasenman, aber kann man machen. So, wir machen das mal so. Prima, das läuft. So, und hier müssen wir wieder Woodmans Shit nehmen. Also wir müssen nicht, aber es ist sicherlich sinnvoll. Rasierblattattacke! Mega Visa Man! Visa Man! Ja, Laubwerk, Blatt und Laubwerk ist sehr, sehr problematisch für Abfall einer Roboter, wie man sieht. Können sie nicht dagegen machen. Ihre einzige Schwäche. So, weiter geht's. Das war die letzte Dreckspassage mit diesem Piss. Wieder Quickmans Shit, dann speichern wir wieder, weil wir knallharte Kolben sind. Und weiter geht's. Oh yeah, Bierfassman! So, dann gehen wir hier lang und jetzt kommt der. Und da flog mein Headset schon wieder durch die Gegend. Hier kommt eine wunderbare Passage jetzt. Ihr fragt euch bestimmt, wofür sind denn diese ganzen Blöcke da unten? Ihr werdet es gleich sehen. Hoffentlich. Hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich schon. So, das ist hier die neue, tighte Angelegenheit, die ich bekommen habe. Yeah, ich hab's geschafft beim ersten Versuch. Ich bin so fucking gut. So, der schießt dann da ganz gerne mal runter, weil er ein dummes Stück Scheiße ist. Danke. Und
jetzt nehmen wir so Woodmans Shit. Ja, und dann landet man halt unten auf den Plattformen, wenn man da runterfällt. Ungefähr 40 Mal. Aber ich hatte ja zum Glück hier meinen Rollator. Die Passage hier ohne Woodmans Blattregen ist übrigens totale Reude. Und ich glaube, ihr seht weshalb. Genau, genau deshalb. So gut mit dem Zeug, ey. So, so fucking gut. Danke. Prima. Oh, es ist so geil. Und es ist so scheiße ohne. Ich habe versucht, hier hochzukommen. Ohne diesen Blattschild. Und das ist einfach, das ist so viel Terror für die Nerven. Ich war so wütend. Ich war selten so wütend wie hier. So, was kommt jetzt? Ich glaube, wir sind fast durch. Da oben ist ein Leben. Das ist nicht so schlimm. So, prima. Jetzt, was war dann das für ein Shit hier? Was war das hier? Raketenman, glaube ich, ne? Genau, Raketenman war hier. So, und Raketen sind, wie jeder weiß, extrem anfällig gegen Wind, gegen Tornados, weil Raketen fliegen nicht richtig bei Tornados. Und deswegen hat Raketenman eigentlich überhaupt keine Chance gegen Tornados. Ihr seht, er ist super tot. Das ist so jämmerlich. Es ist so scheiße jämmerlich. Gott, ist er kacke. So, prima. Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Wir haben noch zwei Stages, wenn ich mich recht entsinne. Die von Super Feuerzeugman und die von dem anderen Typen, dessen Stage ich noch nie abgeschlossen habe. Flashman heißt er, glaube ich. Ah, Crash Bomber. Crash Bomber. So, Heatman ist jetzt dran. Heatman ist eine Fotze. Gott sei Dank habe ich jetzt meinen Hoverboard-Hund. Das macht die Stage hier von dem Bastard erheblich einfacher. Raidy! Bist du Raidy? Fucking Raidy, Beige. Oh Gott, ich hab so Brett. So. Raidy! Bist du Raidy? Nein! Fuck, bin ich dumm! Oh, ich bin so fucking dumm. Schon erwähnt, wie dumm ich bin? Ich bin so dumm. Heiler, du bist so dumm und so wunderschön. Oh, Heiler, du bist schon wieder gestorben. Oh, ich will dich verwöhnen. Nicht ganz so schlimm, ich kann euch zeigen, was passiert, wenn Game Over eintritt. Dann mache ich die Dreckstage einfach weiter. Weil ich so ein geiler Mofo bin. So, ich habe jetzt allerdings mein Dings verloren hier. Mein Lebenstank. Okay. Was ist, wenn ich lade? Wo war ich zuletzt? Ach, ich war vor der Stage. Oh, das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Gut. Prima. Dann mache ich den Tricks nochmal. Ne? Weil ich habe ja immer noch meine Energie gelegt, mit dem ich mich komplett heilen kann. Und der Kampf hier ist ja beim zweiten Mal ähnlich schwierig. Na, der ist so gut. Ja, die Levels sind stellenweise räudig schwierig. Und die Gegner, je nachdem, ob man jetzt die richtige Waffe gegen die hat, die sind ungefähr so schwer wie Dark Souls Gegner. Also unfassbar simpel. Die können einfach gar nicht. Die sind so scheiße, so jämmerlich. Gott, sind die schwach. So, Superman. Superman ist schwach gegen Wasserkugel-Seifenblasendinger. Das habt ihr euch bestimmt schon gedacht. So, wir gehen jetzt hier mal wieder hier hoch und dann speichern wir, weil wir keinen Bock haben, das nochmal zu machen. Speichervorgang eingeleitet. Speichervorgang abgeschlossen. So, hier war die Passage, wo ich hart versagt habe. Gott sei Dank ist diesmal nicht passiert. Ich bin ehrlich gesagt super scheiße in solchen Spielen.
also richtig scheiße, aber dafür hat es jetzt doch eben noch gereicht oder so. Ja, hier sieht man, warum der Boomerang so gut ist. Der geht immer so ein bisschen nach unten noch weg und so kann man Gegner mit einer niedrigeren Elevation töten. Also die weiter unten sind. Da, ja, ist so eine Art Rätsel hier. So ungefähr. In dem Raum war ich das erste Mal ungefähr 4,5 Stunden. Wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen. 4,5 Stunden haben wir leider nicht mehr übrig. So, was kommt denn hier? Hier kommen diese Tonnen wieder. Danke, brauche ich. So, und Leute, jetzt speichere ich, weil hier passiert es ganz gerne mal, dass man einfach in den Tod glitscht. Wenn man sich auf diesen Dingern hier befindet. Dann, jetzt habt ihr es gesehen. Ich bin so ein bisschen nach links wurde ich geportet. Und wenn ihr dann an einem Abgrund seid, dann, ja, seid ihr fucking tot. Hier passiert es ganz gerne. Geh weg. So, hier speichere ich nochmal, weil wirklich, das ist räudig hier. Super räudig. So, jetzt kommt eine Passage, die ist auch super scheiße. Die muss man nämlich so rüberspringen. Aber weil ich ein schlauer Fuchs bin, so dumm wie ein schlauer Fuchs, mache ich es auf meine spezielle Weise. Und die ist ultra gut. Fickt euch, ihr Schwuchtel. Ich mach einfach so. Ja, mit großer Klugheit kriegt man große Verantwortung, oder so ungefähr. Und ihr seht, das ist erheblich weniger scheiße, wenn man es so macht. Halt den Maul. Halt den Maul, Fools. Geh weg. So, hier sind wir kurz vor dem Endboss. Dem bösen alten Endboss von der Feuermann-Stage. Wir speichern auch nochmal gleich. Schnappen uns die Waffe von Blubberman. So, die heißen Boys und die heißen Grills. Dann lass uns mal reingehen hier. In seine gute Stube. Seine gut beheizte Stube. Und pissen wir ihn mal richtig schön auf den Teppich. Oh, du bist so tot. So, prima. Das war sehr einfach. Ohne die Waffe, keine Ahnung, ich habe es noch nie ohne probiert. Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten. Und die letzte Stage, die wir noch übrig haben, habe ich noch nie gemacht. Also, ich war irgendwie am Anfang der Stage. Ich zeige euch die nochmal. Und sobald ich da Game Over gehe, ne? Ja, beende ich mal die Folge, weil sonst ist die... ist der Anfang einfach weg, was super kacke ist. So, wir kriegen noch eine Massage from Dr. Doppler. Heiße Massagen und wir dürfen Briefe lesen. Wir kriegen ein Item 1, completed. Get your weapons ready. Und unsere Weapons sind richtig ready, Boys. Denn wir kriegen jetzt, was kriegen wir? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was er uns für Items gibt. Ich weiß nur, ich glaube, so Plattformen kriegen wir oder so ein Shit. So, Flashman, letzte Stage. Wir speichern hier vorne jetzt im Hauptmenü. No. So, und dann machen wir mal heiße Sachen hier. Wie gesagt, ich habe die Stage hier nur 3 Screens oder so gemacht. Ich habe keine Ahnung, was er kann. Ich habe keine Ahnung, was hier noch passiert. Ich weiß nur, dass man hier so rumrutscht wie in einer Ice Stage. Und das ist ja generell schon immer super, super awesome. Und jeder liebt das. So, ich rutsche. Wie ihr seht, ich drücke gerade nichts. Und ich rutsche wieder. Das ist super gut. So, gehen wir hier lang. Maul. Maul. So, wir haben eine Waffe von dem Raketenhaini hier, von Crushman oder wie das ist. Das ist die hier. Ah ja, genau. Maul. Maul, Freunde. Freunde der Sonne. Maul. Maul. So. Gut, leck mich. So, du bist tot. Du hast es verdient. Gott, ich hasse sowas. Gott, ich hasse sowas. I hate something like that.
Die Mucke hier ist ganz okay. Hätte schon besser gegessen, aber kann man machen. Ach, war so ein Drecksvieh wieder. Die sind so nervig. Geh mal hier lang. Okay, ich habe jetzt den Fassgegner, den schwersten Gegner im ganzen Spiel. Bin ich jetzt im Gang, was voll gut ist, ne? Okay. So, du kannst gar nichts machen, weil du einfach dumm bist. Dumm wie Brot, dumm wie Bohnenstroh. Kriege ich hier irgendwas? Oder oh, geil, ein Container. Nice. Oh, cool, ich bin sogar... Alter Finne, das war jetzt erheblich einfacher, als ich dachte. Ja, geil, ne? Freunde, kriege ich hier Schaden von meiner eigenen Waffe? Nee, das war auch dumm. Wir haben Flashbang-Man jetzt noch. Das ist ja super awesome. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. So, dann würde ich sagen... Was haben wir denn hier? Wir haben Blubberblasen, wir haben Luft. Luft haben wir schon mal genutzt. Was ist das hier? Das Feuer. Feuer ist gut gegen Rotman. Das heißt, es sind entweder die Granaten, die er nutzt, oder es sind Sägeblätter. Ich speichere mal. Wie geil. Sägeblätter, können die nützlich sein gegen ihn? Man meint ja eigentlich, die wären gut gegen Rotman, aber dafür ist das Feuer gut. Ach, ich denke mal hier... Ne, Sägeblätter hauen richtig hart rein. Alter Finne, bist du scheiße. Yeah! Oh, ich bin so heiß. Ich bin so ein heißer Boy. Wir haben noch eine Minute übrig. Jetzt würden die Wily-Stages kommen. Das sind nochmal 5 extra Stages, glaube ich. Mit so einem kleinen Boss-Rush am Ende und dem Endboss. Das schaffe ich leider nicht mehr in meiner Time. Ich habe jetzt auch den Time-Stopper erhalten. Den hätte ich gerne früher gehabt, aber naja. Ja, ihr habt hier einen kleinen Einblick in Mega Man 2 erhalten. Und in meine großartigen Fähigkeiten in Mega Man, die nicht vorhanden sind. Ich kann euch sehr empfehlen, Mega Man anzufangen. Vor allem, wenn ihr sehr schnell sehr wütend werden wollt. Ja, vielleicht mache ich ein zweites Video, in dem ich dann das Spiel komplett durchspiele. Mit den letzten 5 Stages. Da ist die alte Mistsau, Dr. Wily. Dr. Eggman in Disguise. mit seinen Augenbrauen rauben. Ja, wir speichern jetzt. Da ist ein heißes Schloss mit seinem Totenschädel. Dieser alte typische Elster, der so viele Roboter stiehlt und behauptet, es wären seine. Dass es schon fast nicht mehr lustig ist. Wir haben 2 Energietanks oder haben wir einen? Oh, die Mock ist echt geil hier, ne? Ja, wir haben 2 Tanks. So, wir sind eigentlich super gut aufgestellt. Ich glaube, wir haben noch 2 Leben. Ich kann euch ja mal den ersten Gegner hier zeigen. Der erste Gegner sind diese Drecksdinger. Oh nein, lass mich in Ruhe. So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wer ist Volk? Wer der heiße Boys und heiße Grills, ne? Ja. Ja. Beim nächsten Mal geht's vielleicht weiter, vielleicht auch nicht. I don't know. Adios. Und viel Spaß beim Schauen. Weil jetzt seid ihr ja sowieso durch. Insofern hätte ich es vielleicht am Anfang sagen sollen. Aber eigentlich ist es auch völlig egal. Bye!